Herzlich willkommen beim Irgendwas mit Immobilien Podcast. Dein Podcast zum Thema Immobilien und Investments. Ich hoffe, in der heutigen Folge erhältst du neue Sichtweisen und auch Denkanstöße. Also hör auch jetzt rein. Viel Spaß. Ja, willkommen zurück zum dritten Teil unseres Specials zum Corona und Corona, insbesondere mit Bezug auf Immobilien. Ja, wir haben heute das Thema Finanzierungen. So, jede Immobilie, also ich gehe davon aus, dass wir hier alleine über Investmentimmobilien sprechen. Diese muss immer finanziert sein, am besten zu 100 plus x Prozent. Ich mache am besten 110 Prozent. Wie und warum, erzähle ich gerne mal in einer anderen Folge dazu. Aber es ist nun mal grundsätzlich so, ich habe in der V&V, also sprich, ich habe in der Steuererklärung immer die Möglichkeit, alle Ausgaben zu 100 Prozent abzuziehen. Und das heißt, da ist der Zins sogar mein Freund. Daher, für mich gehört jede Immobilie komplett finanziert, soweit es geht. Natürlich muss man Sicherheiten haben. Wie gesagt, ich mache eine Special-Folge nochmal nur zum Thema Finanzierung, wo ich auch genau explizit meine persönlichen Ideen dazu nochmal darstelle und vor allem auch die Art, wie ich am liebsten finanziere. Da sind zwei, drei, ja, aus meiner Sicht ganz coole Punkte dabei, die ich auf jeden Fall vorstellen möchte. Aber wie gesagt, das in einer speziellen Folge. Heute geht es ja eigentlich das Thema, welche Auswirkungen hat Corona auf Finanzierungen? Also zunächst einmal die Zinsen. Zinsen sind so günstig wie noch nie. Und das Witzige ist, ich bin ja seit über 20 Jahren am Immobilienmarkt und diesen Spruch habe ich seit 20 Jahren. Der gilt jedes Jahr. Ich habe Finanzierungen noch, die waren damals ganz super. Ich habe angefangen in den 90ern, Mitte, Ende 90er zu finanzieren. Meine beste Finanzierung damals war eine 7 am Anfang. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Aber ich hatte Finanzierung mit 7,88%. Die waren noch endverhandelt. Ich hatte mehrere Angebote eingeholt gehabt. Und das war wirklich damals das Highlight schlechthin. Mit einer 7 am Anfang, ja, kann man sich heute echt nicht mehr vorstellen. Ja, aber seitdem geht es mal nur abwärts. Und ich glaube auch, dass immer noch Zins ja nicht wirklich noch runtergehen kann, weil noch tiefer geht es kaum. Aber wir haben Folgendes, durch die Corona und durch den Absturz von allen Börsenplätzen hat die Leitzins in Amerika wurde gesenkt, sofort. EZB hat nicht gesenkt, aber ich meine, wir sind schon im Minus. Aber EZB hat Maßnahmen zugesagt, Notkredite beschlossen, das heißt, die haben noch mehr Geld im Markt reingespült, was dafür sorgt oder sorgen sollte, dass dementsprechend noch mehr Geld im Umlauf ist und damit auch vielleicht noch leichter und noch einfacher an Geld ranzukommen ist. So, das heißt immer noch, Baugeld ist immer noch so günstig wie noch nie. Was ich aber sehe, ist die Vergabe. Die Vergabe wird auf jeden Fall mindestens länger dauern. Ich gehe davon aus, dass die Banken viele im Homeoffice haben, eventuell viele Krankheiten haben. Eventuell bricht bei einer Bank auch, gibt es einen positiven Fall von Corona, vielleicht Quarantäne von der Abteilung für ein Team. Das heißt, ich gehe davon aus, dass alleine durch Manpower, durch Mangeln oder fehlende Manpower, werden die Bearbeitungszeiten einfach deutlich länger. Das heißt, wir gehen davon aus, dass das, wenn sonst eine Finanzierungszusage, ich finanziere am liebsten mit derselben Bank, mit demselben Bankberater, ich kriege eine Zusage in der Regel innerhalb von, weiß nicht, 6 bis 8, vielleicht auch 12 Stunden, im Worst Case 24, das wird jetzt wahrscheinlich vielleicht auch eine Woche dauern. Ne? Also werden wir sehen, was da die Zeit bringt, aber definitiv deutlich, deutlich länger. Einfach weil Manpower fehlt. So, schwieriger? Vielleicht. Weiß man nicht. Das ist reine Mutmaßung. Das muss man einfach abwarten. Es ist oft so, dass in Krise und nach Krisen werden oft Vergabe und die Methodiken nochmal angezogen, ein bisschen schwieriger gestaltet. Ich vermag mich jetzt da schwer zu tun. Die Erfahrung zeigt das. Andererseits, EZB wird gegenlenken. EZB möchte mit Sicherheit dafür sorgen, sobald Corona Geschichte ist, möglichst schnell Grip in den Finanzmarkt zu kriegen, möglichst schnell Grip in den Markt zu kriegen und da eine Kurve steil nach oben zu ziehen. Deswegen,
Ob es schwieriger wird, die Vergabe, weiß ich nicht. Was ich aber auf jeden Fall ganz sicher von ausgehe, das hatte ich auch schon in der Folge zuvor gesagt gehabt, Buy and Hold wird auf jeden Fall von der Bank auch bestimmt lieber gesehen als Fix and Flip, weil Fix and Flip momentan, meine persönliche Einschätzung dabei ist, nicht allzu viel gefragt sein dürfte, was sich automatisch auf den Preis niederschlägt, auf die Marge und das Risiko natürlich. Und das ist genau das, was die Bank hier abwägt, das Risiko. So, ja, was aber auch noch aus meiner Sicht mit Sicherheit kommen wird, eventuell mehr EK. Ich meine, viele hinterlegen als Sicherheit Depots. Depots kann ich momentan aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich habe in allen Depots, ob meine persönlichen Depots sind, ob das Depots meiner Kinder sind, innerhalb jetzt von rund 20, 22 Tagen, ich glaube, um die 40% verloren. Und ich habe da teilweise sehr, sehr, sehr sportliche Depots dabei, aber auch teilweise auch sehr langfristig ausgelegt, von meinen Kindern vor allem. Und die sind alle durchaus mal 20, 30 und auch bis zu, ich glaube, 43%, glaube ich, abgesackt. Das heißt also, Kapital ist in Anführungsstrichen erstmal vernichtet. Was heißt also, Sicherheit ist momentan weniger da. Abgesehen davon, dass vielleicht jetzt Banken noch mehr Abschläge machen werden, als sie schon vorher gemacht haben. Das heißt also, ich gehe ganz fest davon aus, dass mehr EK, also sprich Bares, über den Tisch gehen muss, weil das immer noch das Wahre ist, aber auch, weil das alles absichert. Und wie ich auch schon in der Folge zuvor sagte, aus meiner Sicht, schau, dass du dein Geld zusammenbehältst, zusammenkratzt und darauf wartest, dass sich Chancen ergeben. In jeder Krise gibt es immer Chancen. Man muss die Augen offen haben. Wie gesagt, ich habe schon 2 Tage nach dem Verbot für den Betrieb von Gaststätten und Restaurants, habe ich schon den ersten Kunden, der anruft und mich damit beauftragt, seine Immobilie zu veräußern oder seine Immobilien zu veräußern. Und das ist nach dem zweiten Tag passiert. Gehe davon aus, die Krise geht jetzt noch 4, 6, 8 Wochen mit Ausgangssperre. Also das geht alles noch weiter nach oben. Ich gehe davon aus, dass da noch ganz viele Schwierigkeiten kriegen und es kann sich sehr schnell was ergeben. Und da gewinnen üblicherweise mal die, die zum einen vorbereitet sind und zum anderen schlagfertig und auf Schlagdistanz sind. Das heißt, solltest du dann erst, wenn du so ein Angebot kriegst, dir überlegen, wo kriege ich meinen EK her und wo kann ich was abziehen und wie kriege ich es zusammen, haben vielleicht 2 andere schon zugeschlagen. Daher mein Tipp, sieh zu, dass du auf jeden Fall dein EK schon sammelst, zur Seite legst und vorbereitet bist. Weil ich bin der Meinung, das ist jetzt die beste Gelegenheit, Immobilien nachzukaufen. Und ein Grundsatz von mir ist immer, der Gewinn ist im Einkauf. Bei Immobilien hast du später Stellschrauben. Natürlich hast du die, gar keine Frage. Aber das ist marginal, da reden wir über Prozente. Vielleicht auch, wenn du es mal geschickt machst, über vielleicht zweistellige Prozentzahl. Vielleicht, wenn du mal einen guten Deal machst oder mal geschickt renovierst oder sanierst, dann kannst du vielleicht mal 10% an Rendite rausholen. Aber der Gewinn wird für mich immer noch im Einkauf gemacht. Das heißt also, ich würde auf jeden Fall meine Gelegenheiten abwarten, die werden sich jetzt ergeben. Und dafür musst du bereit sein. Das heißt, stell deine Unterlagen zusammen, frisch die Unterlagen auf und halte EK bereit. Weil es wird Gelegenheiten geben und da musst du bereit sein zuzuschlagen. Was ich investieren würde, Wohnraum geht immer. Ich würde an Wohnraum alles nehmen, was es gibt. Der Preis ist entscheidend und wenn die Gelegenheit kommt, schlägst du zu. Ansonsten wünsche ich euch erstmal viel Gesundheit, bleibt entspannt und denkt dran, immer erstmal, jede Situation hat ihre Vorteile. Schau, was du daraus machen kannst. Guck, wo du deinen Deal raus machen kannst und wie du vielleicht dann mit gestärkt aus der Krise rauskommen kannst. Das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Deswegen, wie immer, erstmal tief Luft holen, durchatmen und Ruhe bewahren.